Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir hatten uns ja in den letzten Predigten mit der Welt der Engel beschäftigt, der heiligen Engel, der Engel, die Gott treu geblieben sind. Aber ich möchte heute eine weitere Serie beginnen und über die Welt der Dämonen sprechen. Denn es gibt Engel, die gefallen sind, wie wir lesen, Engel, die einmal Gott ergeben waren, aber sich dann gegen ihn aufgelehnt haben. Nun, die meisten Menschen heute glauben nicht an Engel. Sie glauben vielleicht auch nicht einmal an Gott. Sie glauben sicherlich nicht an Dämonen oder an Satan, dem Herrscher des Dämonenreiches. Aber wir werden heute aufgrund der Bibel sehen und anhand der Bibel sehen, dass es Dämonen gibt. Dass es Satan gibt. Dass Satan und Dämonen sehr mächtige Wesen sind, weitaus mächtiger als Sie und ich, und dass wir uns sehr davor hüten müssen, dass wir uns nicht auf die Wellenlänge Satans begeben. Nun, wie ich sagte, die Menschen des aufgeklärten Zeitalters heute glauben nicht an Dämonen, sie glauben nicht, dass es sowas überhaupt gibt, sie glauben, die primitiven Menschen, die damals so die Bibel geschrieben haben, die haben entweder falsche Ideen gehabt oder haben versucht, diese Ideen auf Weisen den Menschen beizubringen, dass sie die verstehen konnten. Aber glauben Sie wirklich, dass Gott, der der Urheber der Bibel ist und Jesus Christus, nicht wussten, wovon sie sprachen? Und wenn wir heute uns diese Stellen ansehen, werden wir sehen, was uns die Bibel über Dämonen, die Welt der Dämonen, lehrt. Nun, gleich vorweg die Gefahr, wie ich ja auch schon bereits über Engel gesagt habe, wir sollten nicht versuchen, mit Engel in Kontakt zu treten. Und ein Grund liegt darin, dass wir dann möglicherweise mit den falschen Engeln in Kontakt treten könnten. Auch das werden wir heute näher besprechen. Zunächst einmal so die Frage, wenn es Dämonen gibt, wo kommen die her? Hat Gott sie geschaffen? Wieso gibt es einen Teufel, wenn es ihn gibt? Hat Gott den Teufel erschaffen? Oder hat Gott ein mächtiges Engelwesen erschaffen, das zum Teufel wurde? Nun, im Alten Testament lesen wir zwei Stellen, die von dem Fall eines Engelwesens sprechen, der einmal ein herrliches Engelwesen war, aber dann sich gegen Gott auftat, gegen ihn rebellierte. Schauen wir uns zunächst einmal die Stelle in Jesaja Kapitel 14 an. Jesaja Kapitel 14. Und angefangen in Vers 12. Jesaja Kapitel 14, angefangen in Vers 12. Da spricht Gott dieses Engelwesen an. Und er sagt zu ihm: Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wir hatten bereits gesehen, dass Engel vielfach mit Sternen und auch mit Morgensternen verglichen werden. Es heißt hier: Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen. Schauen Sie, er war so scheinbar hier auf dieser Erde und er sagte, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron, also er hatte einen Thron hier auf Erden, über die Sterne Gottes erhöhen, also über die Engelwesen, die hier mit Sternen verglichen werden. Ich will also meinen Thron über die anderen Engelwesen im Himmel erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Und die Bibel zeigt uns, dass es im Himmel einen Berg gibt, den Berg Zion. Der Berg hier auf Erden ist lediglich ein physisches Abbild des geistigen Berges im Himmel. Er sagt in Vers 14, ich will auffahren über die Wolken. Also er wollte nicht nur in die Atmosphäre oder das Universum vordringen, er wollte auffahren über die Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Oder wie andere Übersetzungen auch haben, und will der Allerhöchste sein. Er wollte offensichtlich Gott von seinem Thron stürzen und ihn ersetzen. Eine weitere Stelle finden wir im Buch Hesekiel, die ebenfalls von dieser Rebellion spricht, von diesem Begehren jenes Engelwesens, der hier der Morgenstern genannt wird, sich gegen Gott aufzulehnen, Gott von seinem Thron zu stürzen. Hesekiel Kapitel 28. Angefangen Vers 11. Hesekiel Kapitel 28, angefangen Vers 11.
Des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, stimm ein Klagelied an über den König von Tyros. Bislang wurde hier in diesem Kapitel von dem Prinzen oder dem Fürsten zu Tyros gesprochen, einem Menschen. Aber hier wird jetzt auf den König von Tyros eingegangen, dem Geistwesen, der diesen Fürsten von Tyros beeinflusste. Und jetzt wird über diesen König von Tyros Folgendes gesagt: Sprich zu ihm. So spricht Gott der Herr: Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit, über die Maßen schön. In Eden warst du, im Garten Gottes. Also hier wird sicherlich nicht von einem Menschen gesprochen. Hier geht es um ein Geistwesen. Das Abbild der Vollkommenheit. Die vollkommenste Schöpfung, die Gott in einem Augenblick hervorbringen konnte. Über die Maßen schön, voller Weisheit. In Eden warst du, im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art, mit Sardar, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmuckes, den du trugst. Am Tag, als du geschaffen wurdest, schauen Sie, er war nicht ein normaler Mensch, der auf natürliche Weise geboren wurde, er wurde geschaffen. Am Tage, als du geschaffen wurdest, da wurden sie bereitet. Und hier wird jetzt ganz deutlich gesagt in Vers 14, wer dieser König von Tyros ist. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub. Wir hatten ja von den Cherubim gelesen, diesen mächtigen Engelwesen. Und wir hatten auch gelesen, dass es zwei Cherubim geben würde, die ihre Flügel über die Stiftshütte ausbreiten würden zur Zeit von Mose. Aber hier wird dieser Morgenstern, von dem wir bereits gelesen hatten, dieser Cherub als ein schirmender Cherub beschrieben. Mit anderen Worten, er hatte scheinbar eine sehr enge Beziehung zum Thron Gottes im Himmel, bevor er auf diese Erde gesetzt wurde, um hier zu herrschen. Du warst ein schirmender, glänzender Cherub. Auf den heiligen Berg im Himmel hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du, also er war so machtvoll, dass er über die anderen Engel sogar herrschte, jedenfalls über viele von denen. Wie wir nachher sehen werden, ein Drittel scheinbar aller Engel. Und für die war er quasi wie ein Gott, denn letztendlich hatte ja auch Gott nachher zu Mose gesagt, dass Aaron dich ansehen wird wie ein Gott. Also er hatte die Herrschaftsfunktion im Hinblick auf Aaron. So sagt er hier: Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis. Also dieser Cherub wurde geschaffen von Gott. Das Abbild der Vollkommenheit. Ohne Tadel, vollkommen. Aber dann geschah etwas. Bis an dir Missetat gefunden wurde. Also dieser Cherub erlaubte es, sich gegen Gott aufzulehnen. Zunächst einmal in seinen Gedanken. Und dann begann er, die Engel, die unter ihm standen, dahingehend zu verführen, ihm bei dieser Rebellion gegen Gott zu helfen. Es heißt hier: Durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine, weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst. Und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz. Darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Nun, das ist noch nicht genau geschehen, aber Gott sagt uns im Neuen Testament, dass er bald den Satan unter unsere Füße bringen wird. Hier wird das bereits schon vorweggenommen, dass dies geschehen wird. Und dann wird ein Schauspiel gemacht werden aus dem Satan in der Zukunft. Aber bislang ist das noch nicht geschehen. Denn wir sprechen in der Tat hier von Satan, dem Erzfeind Gottes, dieser schirmende Cherub, dieser Morgenstern. Im Lateinischen wird hier das Wort Luzifer gebraucht und einige Übersetzungen haben auch hier das Wort Luzifer übernommen. Und das heißt so viel wie Morgenstern. Aber im Hebräischen steht das Wort Hillel, H-E-L-E-L oder auch H-E-Y-L-E-T oder L. Man kann es also beides in beider Form buchstabieren. Und das heißt so viel wie Morgenstern oder auch jemand, der das Licht bringt. Also dieser Hillel oder Hillel war ein Lichtbringer. Aber wie gesagt, er hat seinen Verstand und alles das, was
ihn identifizierte, verdunkelt. Und so ist er heute nicht mehr ein Lichtbringer. Er ist heute, wie wir noch sehen werden, der Fürst der Finsternis. Dies war eine buchstäbliche Begebenheit. Das ist keine Mythologie hier, die beschrieben wird. Jesus Christus hat im Neuen Testament dies bestätigt. In Lukas Kapitel 10 und in Vers 18. Lukas Kapitel 10 und Vers 18. Wir hatten ja gelesen, dass es hieß, dass dieser Morgenstern vom Himmel auf die Erde geschleudert wurde. Und hier lesen wir, dass Christus natürlich dies gesehen hat. Er war ja da, als dies geschah. Er war ja derjenige, der den Luzifer erschaffen hatte. Er hat ja alles erschaffen aufgrund des Geheißes Gottes des Vaters, wie wir das bereits mehrfach gesehen haben. Und so heißt es hier in Vers 18, er sprach zu den Jüngern, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Christus, ein Geistwesen, konnte natürlich andere Geistwesen sehen. Wir mit unseren bloßen Augen können dies natürlich nicht, es sei denn, dass sich die Engel, wie wir gesehen hatten, manifestieren. Aber dieser herrliche Cherub, der fiel vom Himmel wie ein Blitz, der hatte noch dieses Aussehen in diesem Sinne, aber wie wir noch sehen werden, dieses Aussehen wurde total verändert. Und heute ist er kein wunderschönes Geistwesen mehr. Wenn wir ihn mit unseren Augen sehen könnten, würden wir ein furchtbar schreckliches Wesen erkennen, verzerrt von Hass und von Neid und Eifersucht und all den niederen Instinkten, die auch wir manchmal haben, weil wir uns eben auf die Einflüsterungen Satans einlassen. Schauen Sie, Satan hatte von Gott den Auftrag erhalten, als er noch Luzifer war, mit seinen Engeln über die Erde zu herrschen. Aber das war dem Satan nicht genug. Und er wollte mehr. Er wollte das Herrscheramt über das Universum erhalten. Und deswegen wollte er ja auch Gott von seinem Thron stürzen. Aber Satan herrscht nach wie vor auf dieser Erde. Wir hatten gesehen, er hat einen Thron. Er hat diesen Thron auch heute noch. Er muss nach auf dieser Erde herrschen, bis derjenige kommen wird, der ihn ersetzen wird. Jesus Christus hat sich bereits qualifiziert, als er hier auf Erden war. Aber gleichwohl ist er, wie wir wissen, in den Himmel gegangen und wartet jetzt auf den Zeitpunkt seiner Rückkehr. Und dann wird er den Satan von seinem Thron stoßen. Nicht vorher. Die meisten Menschen meinen heute, dass dies Gottes Welt sei, dass Gott der Herrscher dieser Welt sei. Aber richtig betrachtet ist dies keineswegs der Fall. Satan ist nach wie vor auf seinem Thron. Er ist nach wie vor der Herrscher dieser Welt über die meisten Menschen. Gott beruft uns heute, aus dieser Welt herauszukommen. Nicht, dass er diese Welt beherrscht. Er will, dass wir aus dieser Welt herauskommen, um uns vorzubereiten auf eine bessere Welt. Die Welt von morgen, wenn Jesus Christus zurückkommt, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Schauen wir uns in Offenbarung Kapitel 2 an, dass Satan auch heute noch diesen Thron auf Erden hat. Dass er nach wie vor heute auf Erden herrscht. Offenbarung Kapitel 2 und lesen wir Vers 13. Ein Sendschreiben, das der Johannes hier niederschrieb, aber er wurde dazu inspiriert von einem Engel, der wiederum von Jesus Christus geschickt wurde, der die Botschaft von Gott dem Vater erhalten hatte. Und so lesen wir hier in Offenbarung 2 und Vers 13, ich weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen des Antipas, als mein treuer Zeuge bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Also der wohnt nicht im Himmel, der wohnt hier auf Erden, der hat einen Thron hier auf Erden. Er herrscht über diese Erde. In 2. Timotheus Kapitel 2 lesen wir, wie Satan über die meisten Menschen heute herrscht. Nun, die meisten Menschen, die nicht an Satan glauben, die lächeln darüber, die würden das natürlich nicht wahrhaben wollen. Und selbst die, die an Satan glauben, denken nicht, dass sie in diese Kategorie gehören, von der hier gesprochen wird. In 2. Timotheus Kapitel 2 lesen wir angefangen in Vers 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein. Also soll sich nicht immer da in Streitereien, in nichtsnutzige Streitereien und Wortklaubereien einlassen mit Leuten, die ohnehin nichts von der Wahrheit wissen wollen. Sondern er soll freundlich sein gegen jedermann, im Lehren geschickt
der Böses ertragen kann. Wenn wir verfolgt werden, Christus sagt uns, wir sollen uns sogar darüber freuen, dass wir für würdig erachtet werden, für den Namen Jesu Christi zu leiden. Vers 25, und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße oder besser Reue gebe, eine Sinnesänderung gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Schauen Sie, wenn wir die Wahrheit nicht erkennen, wenn wir die Wahrheit nicht haben, wenn wir die Wahrheit verleugnen, wenn wir nicht der Wahrheit gemäß leben, dann sind wir Gefangene des Teufels, der uns dazu animiert und bewegt, seinen Willen zu tun. Ohne dass wir dies vielleicht wissen. Ohne dass wir das vielleicht realisieren. Schauen Sie, die ganze Welt ist in den Klauen des Teufels sozusagen. Satan ist der Herrscher dieser Welt. Er hat nahezu alle Menschen in seinem Bann. Ohne dass dies die meisten überhaupt wissen. In Lukas Kapitel 4 wird dies klar und deutlich bestätigt. Dies ist die berühmte Stelle, wo Jesus Christus von Satan versucht wurde. In Lukas Kapitel 4 lesen wir angefangen in Vers 5. Und schauen Sie, der Zusammenhang ist der, dass Jesus Christus für 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste gefastet hat. Und dann kam der Satan und hat ihn versucht. Wie hat er ihn versucht? Nun, er hat ihn versucht, indem er ihn zur Sünde verleiten wollte, in Beziehung von dem, wo er meinte, dass Jesus anfällig sein könnte. Zunächst einmal hat er ihm gesagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann kannst du hier ja aus diesen Steinen Brot machen, denn du bist ja hungrig. Und dann hat er wiederum an seine nicht vorhandene Eitelkeit appelliert, aber Satan, der eitel ist, geht natürlich davon aus, dass andere Menschen auch eitel sind und dass Menschen eitel sind. Und so hat er also jetzt Jesus Christus gesagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinab und dann wirst du von Gott beschützt werden. Und dann kam diese andere Versuchung noch in Kapitel 4 und Vers 5. Da heißt es, und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Und sagt Christus, du kannst mir diese Macht nicht geben, du lügst, du hast diese Herrlichkeit gar nicht, du hast diese Macht gar nicht über die Königreiche dieser Welt. Nein, Christus wusste, dass in diesem Augenblick Satan die Wahrheit sprach, aber er wusste auch, dass er sich natürlich der Versuchung, die jetzt kommen würde, nicht irgendwie entgegensetzen, oder er musste sich dieser Versuchung entgegensetzen. Er sagt nämlich in Vers 7, wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein, diese Herrlichkeit der Königreiche dieser Welt. Schauen Sie, die Versuchung Satans bestand darin, dass er der Herrscher dieser Welt ist und dass er jetzt Christus anbot, alle diese Königreiche zu bekommen, ohne dass er sterben müsste. Denn Christus wusste ja, dass er sterben müsste, um sich zu qualifizieren für die Herrschaft im Reich Gottes. Und Satan wollte ihm jetzt diesen einfacheren Weg zeigen und sagen, du brauchst das eigentlich gar nicht zu tun. Du kannst jetzt schon bereits diese Herrschaft von mir erlangen, wenn du mich anbetest. Nun, Christus fiel natürlich nicht auf diese Versuchung herein. Aber hier ist deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Satan der Herrscher über die Königreiche dieser Welt ist. Und zwar alle. Egal in welchem Lande wir leben, egal über welches Land wir heute sprechen mögen. Schauen wir uns Johannes Kapitel 14 an. Und in Vers 30. Johannes Kapitel 14 und Vers 30. Da sagt Christus zu den Jüngern kurz vor seiner Verhaftung, seiner Ermordung, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich. Denn Christus hatte sich natürlich ganz Gott, dem Vater, ergeben und von daher musste der Teufel von ihm fliehen. Es heißt ja in der Bibel, wenn wir uns unter die mächtigen Hände Gottes demütigen und dem Teufel widerstehen, so muss er von uns fliehen.
Aber er wird hier von Christus der Fürst dieser Welt genannt. Und nicht nur das. Nicht nur das. Schauen wir uns 2. Korinther an, Kapitel 4. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen die Bibel doch zu lesen scheinen, zumindest sagen sie dies, bekennende Christen sind, und einfach nicht zu begreifen scheinen, was hier in diesen Stellen ausgesagt wird, und versuchen, aus dieser Welt heute eine bessere Welt zu machen. Ein Versuch, der total zum Scheitern verurteilt ist, weil dies eben nicht Gottes Welt ist, weil Christen aus dieser Welt herauskommen sollen, nicht teilhaben sollen mit den politischen Manövern dieser Welt. Und nicht nur das. Viele beten Satan an, ohne es zu wissen, weil sie die Gebote Gottes mit ihren eigenen Traditionen vertauscht haben und weil sie eine Religion angenommen haben, die nicht im Einklang steht mit dem, was die Bibel sagt. 2. Korinther, Kapitel 4, angefangen in Vers 3. Da sagt Paulus: Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, aber nicht unbedingt den Ungläubigen, die sich nicht Christen nennen, auch den ungläubigen Christen, die aber nicht an das wahre Evangelium Gottes glauben und danach leben. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Hat der Gott dieser Welt ihren Sinn verblendet? Erkennen Sie das wahre Evangelium, von dem wir ja bereits mehrfach in vergangenen Predigten gesprochen haben? Oder haben Sie ein anderes Evangelium angenommen, obwohl die Bibel sagt, dass es kein anderes Evangelium gibt, aber der, der ein solches anderes Evangelium predigt, der ist verflucht, wie es heißt in der Bibel. Nein, es ist der Gott dieser Welt, der die Menschen verblendet hat, der die Menschen in seinen Klauen hält. Sie sind Gefangene seines Willens, ohne es vielfach zu wissen. Im Epheserbrief lesen wir eine weitere Stelle. In Kapitel 2, angefangen in Vers 1. Denn wenn wir aus dieser Welt herausgerufen worden sind, wenn wir heute ein anderes Leben leben, ein besseres Leben, wenn wir uns Gott untertan gemacht haben, dann sollten wir trotzdem nicht vergessen, woraus wir gekommen sind, wer wir einmal waren, hoffentlich heute nicht mehr sind. Epheser 2 und Vers 1. Auch ihr wart tot, sagt Paulus hier, durch eure Übertretungen und Sünden. Und Sünde ist definiert in Gottes Wort als die Übertretung des Gesetzes, von dem die meisten Christen in Anführungszeichen meinen, es sei heute abgeschafft. Und Christus sagt, vergeblich dient ihr mir, wenn ihr das glaubt. Und er sagt, ich werde zu vielen sagen, wenn ich zurückkomme, weichet von mir, die ihr die Übertreter des Gesetzes seid. Und hier sagt Paulus, ihr wart tot, auch ihr wart tot, durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Der Mächtige, der in der Luft herrscht. Man könnte auch sagen, der durch die Luft herrscht, der seine Motivationen, seine Ideen, seine falschen Gedanken durch die Luft in uns versetzt. Schauen Sie, wir werden tagtäglich bombardiert von gewissen Regungen, Motivationen. Und manchmal wissen wir nicht, wo die herkommen, wenn wir zum Beispiel Hassgefühle empfinden. Nun, man kann schon Hassgefühle in sich selbst erzeugen. Aber vielfach ist es so, dass Satan und, wie wir noch sehen werden, seine Dämonen uns diese Hassgefühle mitteilen, ohne dass wir das wissen. Wenn wir zum Beispiel heute ein Radio anschalten, ein Fernsehen anschalten, dann haben wir ja einen Empfang, wenn alles so klappt. Diese elektrischen Wellen werden ja dann in das Fernsehen hineingebracht. Aber wenn man das Fernsehen nicht anschaltet, dann sieht man nichts.
Aber schauen Sie, Satan arbeitet auf gleiche Weise. Er herrscht in der Luft, durch die Luft. Er ist dieser Geist, der durch seine Emotionen die Menschen dieser Welt gefangen hält, ohne dass die das wissen. Wie ich sagte, dieser Cherub, dieser mächtige Cherub, das Abbild der Vollkommenheit, wurde zu Satan, dem Teufel. Und das wird auch beschrieben im Buch der Offenbarung. Schauen wir uns dies einmal kurz an, in Kapitel 12. Offenbarung, Kapitel 12, die Verse 3 und 4. Hier sieht Johannes in einer Vision, was damals geschah, noch bevor es Menschen gab. Gott schuf ja zuerst die Engel. Und dann schuf er das Universum und die Erde, das physische Universum. Und die Engel, Satan, der Luzifer war und ein Drittel seiner Engel, herrschten über diese Erde, haben aber dann rebelliert und versucht, Gott von seinem Thron zu stürzen, wurden natürlich besiegt, zurückgeschleudert auf diese Erde. Und dadurch entstand dieses Tohu Wabohu, von dem wir lesen in der Bibel. Diese Zerstörung, diese Vernichtung auf der Erdoberfläche, die dann von Gott erneuert wurde innerhalb von 7 Tagen. Schauen Sie, die Erde besteht nicht erst seit 6000 Jahren, die besteht viel länger, aber diese Zerstörung brachte dann hervor, dass Gott die Erde erneuert hat. Und dann hat er in der Tat den Menschen erschaffen und die Tiere, die wir heute so noch sehen, und die Pflanzen. Und hier wird dies beschrieben, Offenbarung Kapitel 12, angefangen in Vers 3. Es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer roter Drache. Der wird nachher als Satan, der Teufel, identifiziert. Der hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Auf seinen Häuptern 7 Kronen. Vielleicht ein Symbol, vielleicht aber auch mehr. Denn denken wir daran, wie die Cherubim in der Bibel beschrieben worden sind. Es heißt hier, und sein Schwanz fegte den 3. Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Ein Drittel der Engel, die hier als Sterne bezeichnet werden, haben Satan, dem Teufel, bei seiner Rebellion gedient, haben ihm gefolgt, sind ihm gefolgt, wurden mit ihm dann auf die Erde zurückgeschleudert. Und dann wird weiter darüber berichtet, dass dann der Drache vor die Frau trat, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Natürlich eine Andeutung auf Maria, die Jesus Christus dann zeugen würde und gebären würde. Ein Drittel aller Engel wurden zu Dämonen. Wir hatten bereits gelesen, dass es unzählige von Engeln gibt, die heute noch Gott treu sind. Wir können uns vorstellen, wie viele Dämonen es dann gibt. Und die meisten Menschen lächeln darüber, machen sich gar keine Vorstellung davon, welch eine Macht diese Dämonen haben und wie gefährlich, absolut gefährlich diese Dämonen für die Menschen sind. Wir finden sogar auch, dass Satan, so unglaublich es klingen mag, erneut versuchen wird, mit seinen Engeln, seinen Dämonen, Gott von seinem Thron zu stürzen, und zwar unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu Christi. Wir lesen dies in Offenbarung Kapitel 12 und Vers 7. Wir hatten bereits von der Rebellion gelesen in Versen 3 und 4. Und hier lesen wir erneut von einem weiteren Krieg im Himmel. Vers 7. Es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Also diese Sterne, die vom Himmel auf die Erde geschleudert wurden, werden ihm erneut Hilfestellung geben bei seiner Rebellion, seinem erneuten Kampf gegen Gott. Und Michael und seine Engel werden gegen den Drachen, den Teufel und seine Dämonen kämpfen. Und es heißt hier in Vers 8, diese Engel Satans, die siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Es scheint also so zu sein, dass bis zu diesem Kampf Satan und seine Engel sogar auch noch Zutritt haben könnten im Himmel. Und das würde sich auch daraus ergeben, dass wir ja lesen, dass Satan uns heute, die wir herausgerufen sind aus dieser Welt, tagtäglich vor Gott verklagt. Er ist der Verkläger der Geschwister. Und wenn wir Verkläger anderer Geschwister werden, dann denken wir daran, in welche Hände und in wessen Hände wir da spielen.
Vers 9. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, schauen Sie, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Meine Damen und Herren, wenn Satan die ganze Welt verführt, auch noch zu dem Zeitpunkt, wenn dieser Krieg, der vielleicht noch gar nicht stattgefunden hat, der vielleicht dabei ist, stattzufinden, wenn das nach wie vor der Fall ist, wer sind dann wir, dass wir meinen, wir wären nicht von Satan verführt? Wir müssen uns sicher sein, dass wir an die Wahrheit glauben, dass wir das Wahre glauben, dass wir das Wahre tun, um nicht von Satan verführt zu sein. Denn wenn man verführt ist, weiß man nicht, dass man verführt ist. Und die ganze Welt wird von Satan verführt, wie es hier steht. Es heißt, er wurde auf die Erde geworfen, erneut. Und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Also wiederum ein erneuter Versuch, Gott von seinem Thron zu stürzen. Aber gehen wir jetzt zurück auf den ursprünglichen Versuch. Der wird nämlich auch noch beschrieben im Judasbrief, dem Brief vor dem Buch der Offenbarung. Der Judasbrief hat ja nur ein Kapitel. Und wir lesen Vers 6. Und ich möchte das hier aus der Menge-Bibel vorlesen. Da wird es nämlich ein wenig klarer dargestellt. Judas und Vers 6. Da heißt es hier, die Menschen, den Zusammenhang zu sehen, die wollen das nicht wahrhaben, was hier geschrieben steht. Die wollen nicht wahrhaben, dass Gott ferner die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Wohnstätte verlassen hatten. Ihr Herrschaftsbereich war hier auf dieser Erde. Aber die bewahrten den nicht, die wollten mehr. Und sie verließen sie ihre eigene Wohnstätte und versuchten, in den Himmel einzudringen, um Gott dort von seinem Thron zu stürzen. Und so heißt es hier, die hat er für den großen Gerichtstag mit ewigen Fesseln in der Finsternis drunten verwahrt. Nun, die Finsternis drunten, das ist das, was hier auf dieser Erde geschieht. Die Erde, die von Satan beherrscht wird. Aber es geht ja nicht darum, dass das buchstäbliche Fesseln sind, denn wir lesen zum Beispiel, dass der Teufel herumgeht wie ein brüllender Löwe, zu sehen, wen er verschlingen kann. Also der hat nach wie vor Bewegungsfreiheit. Es geht hier um einen psychologischen Zustand. Die sind geistlich gesehen von den Fesseln der Finsternis umgeben. Die können aus dieser Finsternis, dieser geistlichen Finsternis nicht mehr heraus. Jedenfalls die meisten nicht. Und zwar deshalb nicht, weil sie die unvergebbare Sünde begangen haben, weil sie gegen Gott rebelliert haben und diese Sünde nicht mehr bereuen wollen. Wie wir sehen, die meisten werden sogar dann noch Satan bei einem zweiten Versuch unterstützen, Gott von seinem Thron zu stürzen. Wir lesen etwas Ähnliches auch im 2. Petrusbrief. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, und lesen wir Vers 4. 2. Petrus, Kapitel 2 und in Vers 4. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont. Also hier wird von Engeln gesprochen, die gesündigt haben, die zu Dämonen wurden. Und Gott hat sie nicht verschont, sondern er hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Nun sagen einige, aha, also hier sehen wir die Engel, die Dämonen, die sind heute in einer Hölle, unter der Erde irgendwie, und da werden also auch die Seelen der Verstorbenen, die also gegen Gott gesündigt haben, die werden da aufbewahrt und die werden dort gequält im Feuer und so weiter und so fort. Unfug, Unsinn. Es gibt eine solche Hölle nicht. Und der Mensch hat auch keine unsterbliche Seele, sodass er in eine Hölle transportiert werden könnte, um dort für alle Zeiten Martern erdulden zu müssen. Das Wort für Hölle, das im Übrigen nur in diesem einen Punkt hier erwähnt wird, das ganze Neue Testament kennt sonst diese Stelle oder dieses Wort nicht. Das ist das einzige Mal, wo dieses Wort hier gebraucht wird im Griechischen, und das steht, das Wort im Griechischen heißt hier Tartarus. Und auch da müssen wir uns ein bisschen abwenden von diesen Mythologien der griechischen Ideen. Das Wort Tartarus bezieht sich auf einen Zustand.
Es bezieht sich nicht auf eine Lokalität, auf eine Örtlichkeit. Es bezieht sich auf einen Zustand. Auch hier wiederum wird der Zustand der Engel beschrieben, die in Finsternis leben. Es geht nicht darum, dass die in irgendeiner Form in ihrer Bewegungsfreiheit beschränkt wären. Die gehen ja sogar noch mal in den Himmel, um Gott von seinem Thron zu stürzen, wie wir lesen. Wir hatten ja auch gesehen, dass Satan der Mächtige ist, der durch die Luft herrscht. Aber wir lesen auch noch etwas in Epheser Kapitel 6, denn es geht nicht nur um Satan hier. Man könnte ja sagen, ja, vielleicht ist der Satan jemand, der halt noch herumlaufen kann, aber die Engel sind es nicht, keineswegs. Epheser Kapitel 6 und in Vers 12. Hier sagt uns Paulus in Vers 11, dass wir die Waffenrüstung Gottes anlegen müssen, um den Anläufen des Satans und seiner Dämonen widerstehen zu können. Und sagt hier in Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Schauen Sie, Gott sagt uns nicht, dass wir heute als Christen in den Krieg ziehen sollten, um gegen andere Menschen zu kämpfen, in einer Welt, die von Satan beherrscht ist. Nein, Paulus sagt, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Das ist nicht unser Kampf. Darum geht es nicht. Sondern wir kämpfen mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist der Kampf, den wir führen müssen, dass wir uns dem widersetzen müssen, was Satan und seine Dämonen uns antun wollen. Und wenn wir uns unter die Hände Gottes begeben, wenn wir die Waffenrüstung Gottes anziehen, dann können wir diesen Kampf gewinnen. Ohne Gottes Hilfe. Allerdings sind wir in diesem Kampf verloren. Es geht um die Herrscher dieser Welt, um die Dämonen, um Satan, den Teufel. Und wie ich sagte, die meisten Menschen heute glauben gar nicht einmal, dass es sie überhaupt gibt. Und weil sie es nicht glauben, sind sie in den meisten Fällen blinde, wehrlose Opfer ihres Tuns. Christus wusste, dass es Satan gab. Er sah Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz, wie er sagt. Und er begegnete ja auch Satan in der Wüste, der ihn versuchte. Aber Satan und seine Dämonen, die herrschen nach wie vor. Und schauen wir uns Lukas Kapitel 8 einmal an, in welch gewaltiger Form sie herrschen können. Lukas Kapitel 8 und Vers 30. Lukas Kapitel 8 und Vers 30. Da kam ein Mensch, der war von einem Dämon, wie man zunächst gemeint hatte, besessen. Aber es war nicht nur ein Dämon. Denn es heißt hier in Vers 30, Jesus fragte ihn, wie heißt du? Und er spricht jetzt den Dämon an, nicht den Menschen, sondern den Dämon, der diesen Mann besessen hatte. Und er antwortete, Legion. Denn es waren viele böse Geister in ihn gefahren. Viele böse Geister hatten von diesem Menschen Besitz ergriffen. Aber die hatten auch Namen. Und wie ja auch Engel Namen haben, so haben auch Dämonen Namen. Nun, vielfach wurden vielleicht die Namen der Dämonen verändert, waren nicht mehr ursprünglich die Namen, die ihnen gegeben worden waren, wie ja auch Luzifer einen anderen Namen bekommen hatte, der Lichtbringer, der wurde zu Satan, dem Teufel, dem Feind, dem Versucher. Aber wie gesagt, auch diese Dämonen scheinen Namen zu haben. Wie wir gesehen hatten, Satan versucht die ganze Welt. Und die größte Versuchung mag möglicherweise die sein, dass viele Menschen heute glauben, dass es ihn gar nicht gibt. Und wenn man natürlich sich in einem Kampf befindet mit einem Feind, aber gar nicht weiß, dass dieser Feind existiert, dann will man ja auch nicht und kann man ja auch nicht richtig kämpfen und ist natürlich von daher bereits schon von vornherein verloren. Aber es gibt auch eine andere Versuchung, eine andere Verführung. Wie ich sagte, die größte möglicherweise ist die, dass er den meisten Menschen eingeredet hat, dass es ihn gar nicht gibt. Aber schauen wir uns an, wie Menschen auch versucht werden können, die glauben,
dass es Satan gibt und gleichwohl versucht werden können, auf die falsche Bahn gelangen können. 2. Korinther, Kapitel 11. Schauen wir uns 2. Korinther, Kapitel 11 an. Und in Vers 14. Er spricht über falsche Apostel. In Vers 13. Falsche Prediger, falsche Geistliche, solche, die Falsches lehren. Und er sagt in Vers 13, im 2. Korintherbrief, im 11. Kapitel, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, verstellen sich als Apostel Christi, geben von sich vor, Apostel Christi zu sein, von Christus gesandt zu sein. Das ist ja, was das Wort Apostel bedeutet. Aber Paulus sagt, die sind betrügerische Arbeiter, weil sie eben nicht das lehren, was Gott lehrt. Vers 14. Und das ist auch kein Wunder. Denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Der kommt nicht unbedingt daher als der Zerstörer auf den ersten Blick. Nein, er verstellt sich als ein Engel des Lichtes, der er ja auch einmal war. Aber heute lebt er in Finsternis. Aber schauen Sie, wie er zum Beispiel versucht hat, Christus zu versuchen. Ach, nimm doch hier die Reiche entgegen. Da brauchst du durch diese Leiden nicht zu gehen. Oder warum musst du weiter jetzt hungern? Gebiete doch, dass die Steine Brot werden und so weiter und so fort. Nein, er verstellt sich als ein Engel des Lichtes. Lehren, die er hat, die mögen sehr gut klingen. Was ist denn falsch daran, Weihnachten zu halten, dieses wunderschöne Fest der Lichter und einem schönen Weihnachtsbaum mit Lametta und Sternen und halt auch Kerzen? Was ist denn falsch daran, Ostern zu halten und Ostereier den Kindern zu geben und so weiter und so fort? Nein, er verstellt sich als ein Engel des Lichts. Wollt ihr nach wie vor dieses schreckliche Gesetz Gottes halten? Den Sabbat, das ist doch alles überholt. Schweinefleisch, ach, das war doch einmal. Das braucht man heute doch nicht mehr irgendwie zu halten, dass man also unreine Tiere nicht isst. Schauen Sie, hört sich alles sehr gut an, nicht wahr? Er verstellt sich als ein Engel des Lichtes und ist ein Betrüger. Und nun schauen Sie sich an, was dann geschrieben steht. In Vers 15. Wenn der Satan, der Herrscher dieser Welt, sich zu einem Engel des Lichtes verstellt, dann sagt Paulus, darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit. Deren Ende wird sein nach ihren Werken. Diener der Gerechtigkeit. Die mögen viel von Gerechtigkeit sprechen, von der Gerechtigkeit Gottes. Aber wissen Sie, was Gerechtigkeit ist in Gottes Wort? Das Halten der Gebote ist Gerechtigkeit, wie die Bibel es definiert. Und das Ende derer wird sein nach ihren Werken. Halten die Gebote, lehren die Gebote oder lehren sie, die Gebote seien abgeschafft? Schauen Sie, meine Damen und Herren, laut Bibel ist es eindeutig, wer die Wahrheit lehrt und wer die Wahrheit nicht lehrt. Aber Sie müssen das prüfen. Sie müssen herausfinden, was gelehrt wird und ob das, was gelehrt wird, mit dem, was die Bibel sagt, im Einklang steht. Und wenn nicht, dann wissen Sie, dass diese Diener nicht von Gott kommen. Lesen wir in 2. Johannes, eine Stelle in Vers 7. 2. Johannes und Vers 7. Der 2. Johannesbrief hat ja auch nur ein Kapitel. Und so lesen wir im 7. Vers. Viele Verführer sind in die Welt ausgegangen. Viele, nicht nur ein paar, nicht nur wenige, nicht nur eins oder zwei. Viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Aber es geht nicht nur um eine Person, es geht um viele Verführer. Die bekennen nicht, dass Jesus Christus Mensch war, als er hier auf Erden war. Dass er als Mensch die Sünde überwand. Dass er als Mensch starb. Dass er als Mensch die Strafe für unsere Sünden bezahlt hat. Die meinen, Christus war total Gott und total Mensch, als er hier auf Erden war. So ein Zwitterding. Sie lehren nicht, was Johannes uns sagt. Das Wort Jesus Christus wurde Fleisch, total.
Schauen Sie, das ist der Antichrist, der Geist des Antichristen, der nicht bekennt, dass Jesus Christus, der Gott war, Mensch wurde, um für unsere Sünden zu sterben, um die Sünde im Fleisch zu besiegen. Natürlich mit der Hilfe Gottes, aber er war total ein Mensch. Und viele Verführer lehren das heute nicht. Und Sie sollten sich fragen, wenn das heute auch in der Kirche, zu der Sie gehören, nicht gelehrt wird, wird dann dort die Wahrheit gelehrt? Es gibt eine weitere Stelle, die ich hier lesen möchte, im 1. Johannesbrief, im 4. Kapitel und in Vers 1. 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist. Menschen, die sagen, sie seien von Gottes Geist inspiriert, wenn sie predigen. Das müssen sie prüfen. Stimmt das? Johannes sagt, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Es geht natürlich auch darum, wenn im schlimmen Falle ein Geist sich bemerkbar macht und behauptet, er sei ein Engel, das müssen sie auch sehr stark prüfen, ob das wirklich der Fall ist. Johannes sagt, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Viele. Falsche Lehrer, falsche Propheten. Prüft, ob die mit dem im Einklang stehen, was uns Gott in der Bibel sagt. Denn das ist die einzige Richtschnur, um die es geht. Christus warnt uns in Matthäus Kapitel 24, dass es sogar möglich ist, dass die Auserwählten verführt werden von diesen falschen Propheten, diesen falschen Geistern, wenn sie nicht aufpassen. Matthäus Kapitel 24. Und Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, sagt er in Vers 25, ich habe es euch vorausgesagt. Er warnt uns. Selbst wenn diese Verführer kommen und große Zeichen und Wunder vollbringen, und zwar aufgrund der Macht des Satans, dann dürfen wir uns gleichwohl nicht verführen lassen von dem, was sie lehren, und dürfen nicht meinen, dass die jetzt von Gott stammen, denn Christus sagt, viele falsche Wundertäter, viele falsche Lehrer werden aufstehen und diese Dinge tun. In Offenbarung Kapitel 19 wird von einer Institution gesprochen und von einem Führer dieser Institution, der noch kommen wird, der sich noch manifestieren wird, möchte ich einmal sagen. Aber es ist dies eine falsche Religion, die er vertritt. Offenbarung Kapitel 19 und Vers 20. Hier wird beschrieben, was mit diesem Menschen geschehen wird. Er wird der falsche Prophet genannt. Und er wird Hand in Hand arbeiten mit einem militärischen Führer, der wird das Tier genannt. Und die werden beide und alle anderen auch versuchen, gegen Christus zu kämpfen, wenn er zurückkommt. Und wir lesen hier in Offenbarung 19 und Vers 20, und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Und wir hatten ja bereits schon darüber gesprochen, wer mit diesem Malzeichen des Tieres gemeint ist und was damit gemeint ist. Aber schauen Sie, dieser falsche Prophet wird Zeichen tun. Und damit wird er aber die Menschen verführen. Und lebendig wurden diese beiden in Folge in Pfuhl geworfen, damit Schwefel brannte. Die werden also hier verbrannt werden. Schauen Sie, die Bibel warnt uns davor, dass wir uns mit solchen falschen Ideen und falschen Lehren und falschen Führern einlassen. Die Bibel sagt uns sogar, dass einige dieser falschen Propheten sogar bis zu einem gewissen Grade uns die Zukunft richtig voraussagen können. Und gleichwohl, sagt Gott, sollen wir damit nichts zu tun haben. Denn Satan vermischt ja manchmal Irrtum und Wahrheit.
Und dann ist es manchmal sehr schwer, die beiden auseinanderzuhalten, wenn man sich auf solche Dinge einlässt. Schauen wir uns 5. Mose Kapitel 13 einmal an. Eine ernstzunehmende Warnung, auch heute. 5. Mose Kapitel 13. Und Vers 1. 5. Mose Kapitel 13 und Vers 1. Alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten und danach tun. Ihr sollt nichts dazu tun, nichts davon tun. Christus sagt, ihr hebt die Gesetze Gottes auf, damit ihr eure Traditionen halten könnt. Mit anderen Worten, ihr tut genau das, was im 5. Buch Mose als verboten beschrieben steht. Und jetzt fährt er fort zu sagen, Vers 2, wenn ein Prophet oder Träumer unter euch aufsteht und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er dir gesagt hat und er spricht, aber schauen Sie, das ist alles Teil der Verführung, lass uns anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt und ihnen dienen. So sollst du nicht gehorchen den Worten eines solchen Propheten oder Träumers. Denn der Herr, euer Gott, versucht euch oder stellt euch auf die Probe. Gott versucht niemanden, aber er stellt uns auf die Probe, um zu sehen, ob wir ihm gehorsam sind oder nicht. Denn euer Gott stellt euch auf die Probe, um zu erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Schauen Sie, wie haben wir Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele lieb, wenn wir seine Gebote halten? Ich meine, klarer kann es gar nicht zum Ausdruck gebracht werden hier. Und Gott lässt es zu manchmal, um uns auf die Probe zu stellen, dass Versucher einen Weg finden in unser Leben und die uns dann vielleicht einreden wollen, ja, ihr braucht aber zum Beispiel den Sabbat nicht mehr halten. Die katholische Kirche hat den durch den Sonntag ersetzt. Das ist der Tag, den wir heute halten müssen. Und vielleicht sagen die uns sogar etwas über uns selbst. Und das mag möglicherweise auch dann eintreffen. Und dann meint man, ja, wenn der das weiß, dann hat er auch vielleicht darin recht. Nein, Gott versucht uns in dem Sinne, dass er uns auf die Probe stellt, um zu sehen, ob wir ihn wirklich von ganzem Herzen, von ganzer Seele lieben oder nicht. Ich möchte heute auch noch kurz auf ein weiteres, sehr wichtiges Thema eingehen in diesem Zusammenhang. Denn eine Versuchung Satans besteht darin, dass er die Menschen zum Krieg verführt. Es ist ja heute gang und gäbe, dass man meint, man müsste in dieser Welt in den Krieg ziehen. Und wir haben in Deutschland bereits Kriege, es wird ja letztendlich doch jetzt anerkannt, dass Deutschland sich in einem Krieg befindet, in Afghanistan. Es wurde ja lange Zeit verleugnet, obwohl die Wahrheit die ganze Zeit schon natürlich deutlich war. Und Deutschland hat Kriege geführt in der Vergangenheit. Und so hat Amerika und so hat England und so haben möglicherweise alle Länder, die es so auf Erden gibt. Und jeder meint, das ist das Richtige. Christen kämpfen gegen Christen. Sie beten alle den gleichen Gott an. Und beten Gott an, indem sie sagen, gib uns den Sieg gegen die anderen Christen. Wem meinen sie wohl, hört Gott zu? Wussten sie, dass es Satan ist, der die Menschen zum Krieg verführt? Schauen wir uns dies an. Schauen wir uns dies an in Offenbarung Kapitel 16. Offenbarung Kapitel 16, angefangen Vers 13. Jesus Christus sagte Petrus, stecke dein Schwert weg. Jeder, der zum Schwert greift, wird letztendlich durch das Schwert umkommen. Es sei denn, er bereut seine falsche Denkweise, seine Sünde und erhält Vergebung. Dafür, dass er in den Krieg zog, um andere Menschen zu töten. In Offenbarung Kapitel 16 wird von einem Krieg gesprochen, der noch in der Zukunft herrscht. Aber so, oder erfolgen wird, aber so weit kann es gehen. Menschen, die von Kriegen überzeugt sind, werden sich sogar gegen Gott auflehnen. Die wollen dann nicht, dass Gott über sie herrscht, dass der Friedefürst über sie herrscht, der ihnen beibringen wird, die Schwerter wegzustecken und in Frieden zu leben und den Weg des Krieges nicht mehr zu lernen. Aber wir lesen Offenbarung Kapitel 16, angefangen Vers 13. Ich sah aus dem Rachen des Drachen, Satans des Teufels,
Und aus dem Rachen des Tieres, dieses falschen militaristischen Führers, und aus dem Munde des falschen Propheten, drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Schauen Sie, sowohl das Tier als auch der falsche Prophet werden von Dämonen besessen sein. Interessant ist auch, dass diese unreinen Geister mit unreinen Tieren verglichen werden, mit Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, Vers 14, die tun Zeichen, also die werden Wunder bewirken. Aber diese Wunder sind falsche Wunder, um die Menschen zu verführen. Die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, um sie zu versammeln zum Kampf am großen Tage Gottes des Allmächtigen. Die sind so verführt und werden so verführt sein, dass sie sogar gegen Christus kämpfen werden, wenn Christus zurückkommt. Die werden natürlich unterliegen, das versteht sich von selbst. Aber schauen wir uns eine weitere Stelle an, die zeigt, wie Satan, der Verführer der Menschheit, die Menschen zum Krieg verführt. Eine der größten Verführungen, die Satan den Menschen gegenüber anwendet. In Offenbarung Kapitel 20. Da wird zunächst einmal davon gesprochen, dass wenn Christus zurückkommt, der Satan und seine Dämonen nicht mehr in der Lage sein werden, während des Millenniums, dieser 1000 Jahre der Herrschaft Christi hier auf Erden, über die Menschen zu verführen. Aber es heißt dann, zu Ende der 1000 Jahre wird er noch einmal für eine kurze Zeit losgelassen werden aus seinem Gefängnis. Und schauen Sie, was Satan tun wird. Offenbarung Kapitel 20 und Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind oder dabei sind, sich zu vollenden, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog. Worin besteht diese Verführung des Teufels? Und sie zum Kampf zu versammeln. Genau wie er es getan hatte, kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. Genau das Gleiche wird er tun, wenn er aus seinem Gefängnis freigelassen wird, wenn die 1000 Jahre zu Ende gehen, um sie zum Kampf zu versammeln. Und nach einer 1000-jährigen Herrschaft des Friedens, wo man denken würde, die Menschen sind jetzt endlich zur Vernunft gekommen. Schauen Sie, was geschieht. Deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Ich weiß nicht, ob das Millionen sind oder Milliarden oder was immer. Von Menschen, die sich wiederum von Satan, dem Teufel, verführen lassen werden, in den Krieg zu ziehen. Aber diesmal wird Gott kurzen Prozess machen. Es heißt hier in Vers 9, und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde, umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Wie ja auch das Buch Sacharja beschreibt, dass die Armeen, die ausziehen werden, um Christus zu bekämpfen, durch Feuer verzehrt werden. Aber schauen Sie, ist es nicht unglaublich, wie Satan die Welt heute verführt hat und wie er sie auch weiterhin noch verführen wird, wenn er dazu Gelegenheit erhält. Und die Menschen meinen, dass wenn sie in den Krieg ziehen, damit Gott einen Dienst tun. Und sie sind tatsächlich nichts weiter als Opfer. Vielleicht Opfer, die es gar nicht besser verstehen. Satans des Teufels. Schauen wir uns Epheser Kapitel 2 an. Epheser Kapitel 2, das hatten wir bereits gelesen, es geht hier in Vers 2 um den Mächtigen, der in der Luft herrscht. Aber es geht auch darum, dass er sein Werk hat zu dieser Zeit in den Kindern des Ungehorsams. Schauen Sie, darum geht es. Das ist das Wichtige, was wir heute verstehen müssen. Wenn wir Gott gehorsam sind, wenn wir wirklich willens sind, Gott zu gehorchen, dann kann Satan sein Werk in uns nicht verrichten. Aber Gott, der Gott dieser Welt, Satan der Teufel, kann und wird sein Werk verrichten in den Kindern des Ungehorsams. Und so möchte ich Ihnen zum Abschluss der heutigen Predigt die folgende Frage stellen. Wenn Sie erkannt haben,
dass es Satan gibt, wenn sie erkannt haben, dass es Dämonen gibt, wenn sie erkannt haben, was die Wahrheit ist, leben sie danach? Oder sind sie weiterhin ein Kind des Ungehorsams? Wenn ja, dann sind sie in Gefahr, dass Satan sein Werk erneut in ihnen verrichten könnte. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.